Hi und herzlich willkommen bei Joey's Jungle Plans. Kommt doch rein. Wir befinden uns jetzt in unserem Haus und ich drehe heute mit euch das wahrscheinlich aufregendste Video in diesem Jahr, denn heute gibt es eine ausführliche Pflanzentour durchs gesamte Haus. Ich werde euch so ziemlich jeden Raum hier zeigen und zeigen, wie ich so meine kleinen süßen Babys angeordnet habe. Und ihr seht schon, it's going to be a long video. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Komm, wir setzen uns mal in die Küche. Du bleibst stehen, Wolfgang. Mein Freund ist heute hinter der Kamera und wird so ein bisschen Sülze dazugeben. Aber zum Glück ist das Mikrofon hier, das heißt, er müsste schreien, damit man ihn auch ordentlich hört. Das ist kein Problem! Ich zeige euch von hier bis zum Schlafzimmer, wie unsere Pflanzen hier so leben, wie das alles so aussieht. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter rumlaber, fangen wir an! Let's go! Herzlich willkommen an unserer Säule, wo unsere wunderschöne goldene Efeutute hochwächst. Epipremnum pinnatum. Und so wie die Blätter hier hängen, könnte ich mir vorstellen, dass sie dringend etwas Wasser braucht. Oh ja, die ist wirklich furztrocken. Wir sind übrigens immer noch in Quarantäne. Wir hatten beide Corona, beziehungsweise haben. Aber ich bin schon mal negativ. Das heißt, alles ist supi. Also ich habe auf jeden Fall nicht mehr so Schweißausbrüche wie beim letzten Video. Dann hab ich sie. Halt die Klappe. Diese Efeutute wächst seit ungefähr einem halben Jahr diese Säule hoch. Ich habe sie euch in der ersten Pflanzentour auf meinem YouTube-Kanal Joey's Jungle, also mein Hauptkanal, schon mal gezeigt. Da ging sie ungefähr bis hier. Das war vor ein paar Monaten erst. Also dieses Vieh wächst crazy geil. Ich liebe sie über alles, aber inzwischen wünschte ich mir, ich hätte eine Raphidophora, Tetrasperma oder sowas hier hochwachsen lassen. Einfach irgendwas, was ein bisschen mehr special ist als so eine olle Efeutute. Wir kommen hier zu unserem tollen Esstisch. Der sieht eigentlich nie so aus, Leute. Wir haben hier gerade die ganze scheiß Bude geschrubbt, damit hier irgendwie alles gut aussieht. Wir haben hier einen Philodendron Green Princess, heißt der, glaube ich. Er ist noch nicht so schön. Das ist ein kleiner Ableger, den ich geschnitten habe. Aber irgendwann wird er schön aussehen. Hier haben wir eigentlich meinen ganzen Stolz. Hier haben wir einen Philodendron Verrucosum. Und das Vieh ist echt krass gewachsen, seitdem ich es habe. Ich habe mir den ungefähr im Juni gekauft. In dem Umtopf-Video könnt ihr den zum Beispiel sehen. Da ist er wirklich noch ein kleines Baby. Also nicht ein Baby, aber er ist wirklich viel, viel kleiner. Der kriegt hier ein neues Blatt. Der kriegt hier auch ein neues Blatt. Also ihm geht's super. Ich habe gerade unsere tolle Weihnachtsdeko umgeschmissen. So sieht sie aus. Die kriegt kein neues Blatt. Hier drüben kommen wir jetzt auch schon wieder zu unserem Special Place in the whole area. Wir haben hier eine kleine Geigenfeige, die hier absolute Vollsonne abkriegt, weil normalerweise ballert die Sonne hier richtig von Süden aus auf sie drauf. Und wie ihr schon sehen könnt, ihr geht's super. Guck mal, sie kriegt hier schon wieder ein kleines süßes neues Blatt. Dieses kleine Mini-Blatt wird mal so groß in ein paar Wochen, weil das einfach wächst. Crazy. Die Geigenfeige war ungefähr mal so groß hier. Dann hat sie richtig doll Sonnenbrand bekommen und dann habe ich sie einfach abgeschnitten. Kommen wir zu unserem nicht so freudigen Freund. Das hier ist eine Washington-Palme, Washingtonia robusta. Das ist quasi die mexikanische Variante. Die wächst nicht. Die wächst nicht. Die habe ich schon fast seit einem Jahr. Sie war den ganzen Sommer draußen. Da ist sie ein bisschen gewachsen. Dann sind aber voll viele Blätter abgestorben und jetzt wächst sie gar nicht mehr und sieht nach wie vor scheiße aus. Hier hinten haben wir eine... Die hat irgendwas mit Chlamydie im Namen, glaube ich. Das ist eine Zwergpalme. Die wächst richtig gut. Gefühlt. Also zumindest für eine Palme. Die ist schon ungefähr um die Hälfte größer geworden. Die stand auch den gesamten Sommer draußen. Ihr könnt ja mal abstimmen, wie ihr diese Ecke gerade so findet. Ich finde sie toll. Wie findest du sie, Wolfgang? Ich finde die auch sehr cool. Dankeschön. Hier haben wir einen kleinen Yucca-Palmen-Ableger. Ich hatte meine Riesen-Yucca-Palme, die ist komplett abgekackt, weil ich damals noch keine Ahnung von Pflanzen hatte. Und diesen kleinen Ableger wollte Wolfgang unbedingt retten. Ja, hätte ich eigentlich mal wegschmeißen können. Ist echt keine tolle Pflanze. Du dachtest, sie wäre tot. Ja, sie war ja auch tot. Sie wiederbelebt. Ja, genau, sie war schon tot. Leute, wenn man einmal anfängt, Pflanzen zu sammeln, die eben halbwegs selten sind, wenn wir keine Yucca-Palme mehr haben. Wir haben ja einen kleinen Jungfernhaarfarn oder sowas. Er sieht langsam wieder gut aus. Der war mal richtig trash vor ein paar Wochen. Jetzt, wo er aber wieder ordentlich Sonne hier abkriegt am Südfenster. Da. Was heißt ordentlich Sonne? Es ist Winter, Leute. Nichts kriegt hier ordentlich Sonne, nicht mal ich. Sieht er wieder halbwegs fresh aus, aber er muss dringend gegossen werden. Er ist dry AF. Das ist einer der schwierigsten Farne, Leute. Also wenn ihr euch mit Farnen noch nicht so gut auskennt, wenn ihr etwas haben wollt, was nicht so viel Probleme bereitet, holt euch den vielleicht nicht sofort. Wir haben hier wieder eine Pflanze, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Sie sieht ein bisschen unscheinbar aus, aber das ist eine Epipremnum pinnatum variegata, eine Efeutute variegata, was man hier zum Beispiel ganz schön erkennt. Hier haben wir schöne weiße Panaschierung. Was ich krass finde an der, die sieht ganz anders aus als eine normale Efeutute, vor allem wenn die erwachsener wird, denn die kriegt so Risse, wie zum Beispiel eine Monstera im Blatt, wenn die größer wird. Das Geile ist, sie ist pflegeleicht, man kann nicht viel falsch machen. Gerade sieht sie noch ein bisschen traurig aus. Ich hoffe echt, die macht sich noch, weil sie war teuer und es wäre sehr ungünstig, wenn sie hässlich bliebe. Ne? Was haben wir hier? Die wollte Wolfgang unbedingt, die wolltest du unbedingt haben und naja. Ja, du musst die mehr gießen. Oder du gießt sie mal. Komm, jetzt mach da auch Wasser rein. Kannst du, nein, warte, die habe ich letztens gegossen. Die schwimmt noch. Die muss auch schwimmen. Kannst du bitte dich auf die Kamera konzentrieren? Ja. Das hier ist, oh, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Es ist so eine blöde, fleischfressende Pflanze. Kannst du bitte auf mich filmen? Sarakenia.
Keine Ahnung. Sie frisst Fliegen. Manchmal hört man so eine Fliege, wie sie sich darin verirrt und dann summt sie um ihr Leben und man denkt sich nur so, oh Gott, du stirbst gerade da drin. Schade. Ich hol dich aber jetzt nicht raus. Wir kommen zu ihr hier. Du hast den Kaktus vergessen. Ja, ist halt ein Kaktus. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Er steht hier, er tut nichts. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir haben hier eine Efeutute Neon. Sie ist wunderschön, Leute. Also vor allem, wenn die hier so in dieser Ecke steht. Diese Farbe reißt hier nochmal richtig gut was raus. Ich liebe diese Pflanze. Die wächst auch relativ schnell, gerade wenn man sie an einen relativ hellen Standort stellt. Die muss auch wieder dringend gegossen werden. Die muss ja auch jeden Tag gießen, das blöde Kuh. Du musst auch mal deinen Job hier machen. Kannst du jetzt mal bitte ruhig sein und deinen Job machen, nämlich filmen? Du guckst die ganze Zeit an der Kamera vorbei. Wo guckst denn du hin? Wolfgang hat gerade die Kamera abgesetzt, weil sie ihm zu schwer wurde. Ja, ich bin doch Corona. Ja, jetzt heul mal nicht rum. So, wir kommen hier zu unserem, ich sag's jedes Mal falsch, Philodendron Brantianium oder Branditanium, Brantinatium, ach irgendwie sowas. Wenn das kein schönes Blatt ist, dann weiß ich auch nicht. Ein rankender Philodendron, man erkennt das ja ganz gut auch an der Herzform. Er wächst aber relativ langsam für einen, obwohl Philodendron wachsen generell jetzt nicht super schnell. Ich hab's so ein bisschen verkackt, ich hätte ihm gleich was Größeres geben müssen zum Ranken. Jetzt wächst er über diese Rankhilfe hinaus und kriegt so richtig kleine hässliche Popelblätter hier. Ich meine, es sieht noch schön aus, aber was ist denn das bitte für eine Größe? Ich will Maximum XXL Blätter haben, ja. Das ist eine Strelitzia Nicolai. Die habe ich vor auch einem halben Jahr, glaube ich, für 20 Euro gekauft, was echt wenig ist für eine Strelitzia. Also für diese Größe hier müsstet ihr eigentlich jetzt schon mindestens 100 Euro zahlen. Aber die war irgendwie runtergesetzt, weil die Blätter so viele Risse haben und sowas, wo ich mir denke, hä, das ist normal. Das kommt in der Natur so vor. Und die ballert jetzt im Winter zwei riesige neue Blätter raus. Ihr seht das hier, die sind noch richtig schön hellgrün. It's crazy, but I love her. Und ich finde diese Strelitzia, die macht wirklich so einen richtigen Jungle-Vibe hier in diesem Wohnzimmer. Geh mal so ein Stück zurück. Und hier kommt schon wieder ein drittes Blatt. Hä? Die kriegt gar nicht richtig Sonne jetzt. So, dann geht's hier runter. Hier haben wir einen kleinen Trauerfall. Das ist eine Begonia Alaska Creek. Das ist die schwule Brennnessel. Sie ist ugly AF und sie kriegt hier ein gelbes Blatt nach dem anderen. Ich glaube, ich hatte sie zu dunkel stehen für ein paar Wochen. Aber ich mag sie halt auch einfach nicht. Oh nee, weißt du, was auch sein könnte? Sie ist sehr trocken. Ja, wie alle Pflanzen. Ja, ich wasche sie nachher. Wir haben hier eine super schöne Pflanze. Das ist ein Anthurium Clarinervium. Also diese Pflanze hat einfach wunderschöne Blätter. Da kannst du wirklich nichts sagen. Und der Clarinervium ist noch von den seltenen Anthurien quasi der günstigste. Also 39,99 glaube ich. Es geht noch für eine seltene Pflanze. But she's beautiful and I love her. Und sie wächst auch relativ schnell. Sie kriegt hier schon wieder so eine nervige, blöde Blüte. Ich will keine scheiß Blüte. Ich will nicht, dass du dich fortpflanzt. Und wir kommen hier weiter zu unserem generell erstmal hier. Wunderschöne Ecke hier. Vor allem mit diesem Hocker. Richtig geil. War meine Idee. Hier haben wir einen kleinen Trauerfall. Ihr kennt sie noch. Sie ist die ganze Ecke besteht aus Trauerfällen. Hä? Nur sie. Und sie. Das ist eine Calathea White Fusion. Sie hat es nicht so gut weggesteckt, dass jetzt auf einmal die Tage so kurz wurden und dass auch die Luftfeuchtigkeit hier durch den Winter ein bisschen gesunken ist. Ihr geht's einfach nicht gut. Sie wird abkacken und ich lasse sie auch abkacken. Ich habe keinen Bock mehr auf sie, weil sie ist mir einfach zu anstrengend. Sie hat keinen Bock mehr und ich akzeptiere das und jetzt kann sie in Ruhe sterben. Boah, sie ist echt richtig ugly, ey. Naja, etwas, was nicht so ugly ist, ist diese wunderschöne Efeutute Enjoy. Mit der macht er nichts falsch. Die könnte auch mal ein paar Wochen vergessen zu waschen, wollte ich schon wieder sagen. Was haben wir hier? Philodendron Malai Gold. Den habe ich mir als kleines Baby gekauft. Und inzwischen ist er... Ein Baby warst. Das war ja ein richtig dummer Witz gerade. Und hier haben wir auch noch eine wunderschöne Pflanze. Das hier ist ein Syngonium Wendlandii. Der hat so richtig samtige Blätter. Die sind so richtig schön weich und kuschelig. Und in der Mitte hat er so weiße Streifen. Und die sehen aus, als hätte man die mit so Kreide gemalt oder so. Also die sehen wirklich so super, super schön aus. Er ist ein bisschen zickiger und er braucht schon wieder sehr dringend Wasser. Boah, ich kann... Kannst du mal aufhören zu husten? Das ist sehr unangenehm für die Leute. Wir kommen hier zu einem etwas größeren Exemplar. Und zwar ist das hier unsere wunderschöne Geigenfeige, Ficus lyrata. Ich habe die euch auch schon mal in einem Video gezeigt, wo ich euch ausführlich erkläre, wie man sich um Geigenfeigen kümmert. Dieses Blatt ist einfach gigantisch schön. Da kann man nichts weiter sagen. Meine Hand ist oben. Und ich habe Riesenhände, Leute. Ich habe die Alien-Finger des Todes. Die sind so lang wie keine andere Finger. Boah, ich sollte mal einen Deutschkurs machen, oder? Dann haben wir hier einen kleinen Geldbaum von meiner Oma. Der ist schon ungefähr 30, 40 Jahre alt und er bewegt sich keinen Zentimeter. Man gießt ihn so alle 2,5 Monate mal. Er ist furztrocken, aber er mag es auch so. Und deswegen lassen wir den auch genauso hier stehen und beachten ihn nicht weiter. Was haben wir denn hier in der Küche? Hier haben wir so eine richtige Müllschale. Ich frage mich, wer die so zugemüllt hat.
Wir haben hier als allererstes eine australische Kastanie. Die braucht auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Wasser. Man merkt, ich gieße nicht ganz so regelmäßig. So, und was haben wir hier? Eine wunderschöne Syngonium-Konfetti. Die hat so rote Flecken hier drauf, so gesprenkelt. Dieses Teil ist riesengroß geworden. Also als ich die euch in der ersten Pflanzentour gezeigt habe, da war das wirklich noch ein kleines Baby. Was haben wir hier? Das ist eine Kentia-Palme. Hovea forsterania heißt sie, glaube ich. Schlaganfall? Hovea forsterania. Wenn ihr eine Palme haben wollt, die schnell wächst, gibt's nicht. Aber sie wächst noch mal langsamer als alle anderen Palmen. Aber es lohnt sich zu warten. Das ist eine wunderschöne Palme. Das Geile an ihr ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Palmen, mag sie nicht so direkte Sonne und auch generell nicht so viel Sonne. Das heißt, sie kann an relativ dunklen Standorten sehr, sehr gut gedeihen. Und deswegen steht sie auch hier in der Ecke, weil hier kommt nicht ganz so viel Licht hin und trotzdem geht sie hier gut. Das hier ist jetzt eine sehr, sehr dunkle Ecke hier neben dem Herd. Sie wird öfter mal ein bisschen heiß, öfter mal ein bisschen luftfeucht. Deswegen stellen wir diese wunderschöne Efeutute, wie kommt denn dieses Blatt hier hin? Hier hin, denn Efeututen verzeihen quasi alle. Man macht mit Efeututen nichts falsch. Wenn die stirbt, ist mir auch egal. Das ist einer von ungefähr 95 Ablegern, die ich irgendwann mal geschnitten und eingetopft habe. So, bist du wieder da oder was? Wolfgang hatte gerade schon wieder eine kleine Verschnaufpause. Die Kamera ist so schwer. Wir haben hier tatsächlich eine kleine Kunstpflanze, weil diese Ecke ist einfach super dunkel. Die da oben zeigen wir nicht, die sind zu schlimm. Nicht. Und da Knoblauch, wichtig. Das interessiert die Leute nicht. Hier haben wir eine kleine, beziehungsweise eine relativ große Glücksfeder. Die habe ich vor kurzem erst hier in die Ecke geräumt. Ich weiß nicht, ob es ihr hier gut geht, aber Glücksfedern sind ja tatsächlich so die Pflanzen, die am ehesten dunkle Bedingungen irgendwie abkönnen. Sie wird wahrscheinlich nicht ultra krass hier wachsen, aber sie wird wahrscheinlich auch nicht eingehen hier hinterm Schrank. Und dann haben wir hier eine süße Phytonia, die leider sich nicht bewegt, weil Phytonien halt nicht größer werden als so. Deswegen ein bisschen langweilig. Wir kommen lieber zu ihr hier. Das hier ist nämlich eine Ctenanthe burlemarxii und ich liebe sie. Die geht wirklich ab wie Schmitz Katze. Ich bin schon sehr gespannt. Echt jetzt? Scheiße. Ja, dann dreh dich mal schnell um. Sie ist wunderschön, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und als letztes, Mama, nicht hier den. Das sieht ja eklig aus. Oh, hast du das dahin gemacht? Wenn du den scheiß Lappen dahin tust, dann wasch den da vorher aus. Ich hasse dich. Und wir haben hier eine kleine Peperomie Golden Gate. Und die grünt immer mehr aus, weil die nicht genügend Licht hier bekommt, weil die am Nordfenster steht. Deswegen, die hatte eigentlich mal so richtig gelbe Panaschierung. Aber inzwischen sieht sie immer trauriger aus. Jetzt gib mal Gas hier. Was denn? Sonst wäre das ein 80-Minuten-Video. Ja, ist doch okay. Die Leute interessieren sich dafür, tatsächlich. Oder? Wir haben hier oben noch eine kleine Efeutute. Die habe ich eigentlich Jan versprochen von Gewitter im Kopf. Er hat sie dann hier vergessen. Jan, falls du sie noch haben willst, hol sie einfach mal ab. Ich bringe die nicht extra vorbei. Wir haben hier auf unserem Kühlschrank eine Monstera adansonii. Ihr geht's hier nicht so gut, ich will ehrlich sein. Sie kriegt hier echt wenig Licht. Wie ihr hier sehen könnt, kriegt sie deswegen auch das ein oder andere gelbe Blatt. Und trotzdem stelle ich sie nicht um, weil ich weiß nicht, was ich hier sonst hinstellen soll, was so halbwegs runterrankt. Sie sieht echt traurig aus. Naja, egal. Kommen wir nun zum Wohnzimmer. Wir haben hier eine wunderschöne Goldfruchtpalme. Eine super pflegeleichte Palme. Da macht man nichts falsch. Ihr braucht halt nur ein bisschen Licht für sie. Denn wenn sie zu wenig Licht bekommt, dann sagt sie, ciao, ich gehe dann mal ins Reich der Träume. Sie stirbt dann, Leute. Hier haben wir ein italienisches Windspiel. Es ist auf jeden Fall eine sehr aufgeweckte Art. Jetzt kommen wir hier zu unserem kleinen süßen Highlight, denn seitdem wir in Quarantäne waren und sehr viel Zeit hatten, haben wir hier meine neue Pflanzenvitrine, die einfach wunderschön aussieht. Schaut euch das mal an. Die sieht einfach so geil hier neben dem Fernseher aus. Wir haben hier Pflanzen, Growlights drin. Wir haben hier Ventilatoren drin, damit die Luftzirkulation zustande kommt und nichts schimmelt. Wir haben einen Luftbefeuchter drin, damit die Luftfeuchtigkeit richtig hoch ist. Es ist einfach nur ein richtig geiles Teil. Und ich zeige euch jetzt ein paar von meinen ganz schön seltenen Babys. Kommt mit! Wir haben hier zum Beispiel einen Philodendron Sodiroi. Den habe ich mir heute gekauft, den habe ich heute abgeholt. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach seltenen Philodendren und das ist auf jeden Fall einer davon. Die sind ziemlich anspruchsvoll. Den habe ich auch heute gekauft. Das ist ein Syngonium Mottled. Der hat eine wunderschöne Panaschierung. Wir haben hier einen Haufen Ableger, zum Beispiel von der Scheiße, hier war noch sehr viel Wasser drin. Von der Efeutute variegata, einen Baby Philodendron Melanochrysum. Auch hier bin ich sehr gespannt, wie der bald aussehen wird. Der kriegt hier auch schon wieder ein neues Blatt. Wir haben hier einen Syngonium Three Kings. Der hat auch eine wunderschöne Panaschierung auf seinen Blättern. Liebe den, der wächst richtig, richtig gut. Den habe ich in Amsterdam ergattet. Aber ja, Leute, falls ihr noch nicht gemerkt habt, ich bin jetzt Pflanzensammler. Ich bin so ein richtiger Freak geworden, der seine Pflanzen kauft und in eine Vitrine stellt
und sie nur zum Gießen rausbringt. Das ist schon Next Level. Was haben wir hier noch? Wir haben eine süße Calathea, Rattlesnake, Lankifolia. Wir haben hier von einem Philodendron Pink Princess haben wir hier ein paar Ableger. Ich habe 4 Ableger geschnitten von der Mutterpflanze, weil die sah scheiße aus. Wir haben hier einen sehr groß gewordenen Philodendron Florida Ghost. Dieses Blatt ist eines der neuesten. Das hat wie so helle und dunkle Streifen. Das ist so ein bisschen verkümmert, weil der nicht drauf klar kam, dass die Tage jetzt so kurz sind und dass die Helligkeit eben nicht mehr so da ist. Der ist jetzt seit ein paar Tagen hier in der Vitrine drin und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt wieder so richtig helle Blätter bekommt, weil Florida Ghosts Blätter sind ja normalerweise weiß, wenn sie richtig gut Licht bekommen. Deswegen, I'm very excited about that. Oh, wie habe ich den jetzt hier hingestellt? Jetzt kriege ich den nicht mehr hier rein, ey. Wir haben hier eine süße kleine Banane. Ja, geht super hier. Bananen wachsen wie bekloppt. Das heißt, wenn ihr irgendwas haben wollt, was sehr schnell wächst, holt euch so ein gutes Banänchen. Das geht ab wie Schmitz Katze. Auf unserer süßen Vitrine steht drauf ein Philodendron Bole Marx. Einer meiner absoluten Lieblingsphilodendren. Schaut euch diese riesigen Blätter an, die ich natürlich mal sauber machen könnte. Und hier haben wir natürlich auch noch einen süßen kleinen Philodendron Brasil. Einfach immer noch eine der absolut schönsten Pflanzen überhaupt. So, und jetzt kommen wir hier zum letzten Bereich im Wohnzimmer. Dann haben wir hier noch eine kleine Calathea Orbifolia. Meine absolute Lieblings-Calathea. Ich wollte gerade sagen, meine absolute Lieblings-Orbifolia. Ist nicht lustig, ne? Und dann haben wir hier eine Maranta Fascinator Leuconeura. Irgendwie sowas. Leuconeura Fascinator. Eine Maranta halt. Die typische Maranta. Die ist wunderschön. Und als letztes haben wir hier eine kleine verkümmerte Scheißbanane, die sich so denkt, es ist mir hier ein bisschen zu dunkel. Und ich denke mir so, tja, Pech gehabt. Ich kümmere mich nicht weiter um dich. Das hier ist eine kleine Mimose. Wenn man hier drauf drückt, dann gehen die Blätter zu, was sehr spannend und aufregend ist. So, sind wir jetzt fertig. Hier oben haben wir aber noch eine Raphidophora Tetrasperma und sie wächst inzwischen bis zur Decke hoch und denkt sich so, warum geht's hier nicht weiter? Ich verstehe das nicht. Aber ich denke mir so, Bitch, calm down. I'm not gonna put you anywhere else but here. Lasst uns hochgehen ins Schlafzimmer, denn solange es noch hell draußen ist, muss ich euch was ganz Besonderes zeigen. Kommt mit! Herzlich willkommen im Schlafzimmer. Hier sind natürlich auch ein paar schöne Pflänzchen, wie zum Beispiel diese gigantische Monstera Deliciosa. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Diese Pflanze nimmt sehr viel Platz in diesem Raum ein. Sie sieht aber einfach viel zu schön aus, um sie halt abzuschneiden. Sie muss auf jeden Fall nächstes Frühjahr dran glauben. Da werde ich auf jeden Fall hier kurz einen Prozess machen. Aber sie sieht einfach gigantisch schön aus, muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Und ihr geht's hier super am Nordfenster. Also die kriegt echt nicht so viel Licht. Und sie ist zufrieden damit. Sie wächst. Hier haben wir nochmal so eine kleine Schrankecke mit einer Monstera Deliciosa nochmal drauf, der es hier übrigens auch richtig, richtig gut geht. Hätte ich auch nie gedacht, weil es ist wirklich eine Ecke, da kommt nicht so viel Licht hin. Und dann haben wir hier auch noch einen Philodendron Scandens. Und der sieht auch wirklich super, super schön hier aus. Da kann man nichts sagen. Hör mal auf jetzt, film das jetzt mal ordentlich. Wir kommen hier zur Südseite von unserem Schlafzimmer. Wir haben unsere wunderschöne Monstera Thai Constellation natürlich hier drauf. Das hier ist wirklich mein ganzer Stolz. Ich weiß nicht, ob ihr schon so sehr im Pflanzengame drin seid, aber wenn ihr wisst, was eine Monstera Thai Constellation ist, dann habt ihr auf jeden Fall den Durchblick. Das ist auf jeden Fall die teuerste Pflanze, die ich mir hier in meinem Leben gekauft habe, aber ich bereue es keine Sekunde. Ihr geht super. Sie wächst richtig schön hier, weil sie... Oh mein Gott. Diese scheiß Peperomia Watermelon, ey. Die kackt so richtig ab, ey. Komm mal her jetzt. Neben einer wunderschönen Thai Constellation haben wir hier noch einen Philodendron White Knight. Den habe ich mir letztens auch in Holland gekauft für relativ wenig Geld. Der hat halt auch einfach die schönste Panaschierung, die man sich vorstellen kann. Wir haben hier außerdem eine Maranta Leuconeura Lemon Lime. Die sieht natürlich auch wunderschön aus. Ist auch ein relativ seltenes Exemplar. Wir haben hier eine Peperomia Watermelon. Die hat irgendwie noch einen anderen Namen. Aber sie sieht halt aus wie Wassermelone. Und ihr geht's gar nicht gut. Sie kackt richtig ab und ich verstehe nicht warum. Aber es ist mir auch egal. Guck mal hier. Wie viele Blätter hier liegen. Was haben wir hier noch? Guck mal, stell dich mal hier so hin. Vielleicht. Wo soll ich da hin? Ja, stell dich hier vor das Ding. Mensch, schreit doch nicht so rum. Aggressiv. Wollen wir jetzt lieb weitermachen? Mach weiter. Aha. Dann haben wir hier einen Philodendron Mikans. Ich glaube, ich habe ihn damals schon gekauft, als er eine Krankheit hatte. Er sieht nicht so fresh aus. Er hat irgendwie ganz viele komische Punkte hier, obwohl wirklich Philodendron Mikanse super, super schön aussehen eigentlich, weil die sind so samtig. Aber hier hinten auf diesem Servierwagen sieht er auf jeden Fall ganz nett aus. Da macht man nichts falsch. Und hier haben wir natürlich unser süßes, großes Baby. Das ist eine weitere Strelitzia Nicolai. Sie ist riesig. Ich habe sie mir vor über einem Jahr gekauft. Da hatte sie nicht halb so viele Blätter. Und jetzt ist es halt wirklich ein ganz schöner Klopper geworden. Aber Wolfgang dachte sich letztens so, wir stellen sie mal in die pralle Sonne, als es noch Sommer war. Und jetzt hat sie richtig hässlichen Sonnenbrand hier. Sorry.
Ja, sorry, ist alles, was du sagen kannst. Hier haben wir eine sehr, sehr staubige, einen staubigen Ficus Audrey, eine Feige. Ich verstehe nicht, wo dieser ganze Staub herkommt. Ist das normal, dass man im Schlafzimmer viel Staub hat? Wolfgang redet auch überhaupt nicht mehr mit mir, weil er so richtig abgefuckt ist vom Film. Vielen Dank dafür. Jetzt sag doch wenigstens irgendwas mal. Ja, Staub. Ihr habt doch bestimmt total Lust, das Badezimmer zu sehen. Deswegen kommt doch einfach rein. It's going to be fine. So, wir machen die Tür zu. Sonst rammelt nämlich Wolfgang wieder dagegen und schreit hier rum. Wir haben hier eine riesen Dusche. Und hier haben wir natürlich auch eine riesen Scheibe davor. Und ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen, diese Scheibe auszufüllen mit zwei gigantischen Fahnen. Fahne brauchen sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und gerade im Badezimmer kriegt man diese Luftfeuchtigkeit ganz gut hin, ohne einen Luftbefeuchter zu besorgen. Das ist ein, wie heißen Fahne nochmal auf Lateinisch? Devonum heißt der auf jeden Fall. Oder Devotum? Devonum. Davanium? Irgendwas mit Davar, guckt einfach mal. Ich nenne ihn gerne Salatfarn, weil er sieht aus wie ein Salat. Und er hier ist ein Goldtüpfelfarn. Der ist auch ein bisschen schwieriger, Leute. Hier haben wir unsere Toilette. Hier sitzt man über einer wunderschönen Monstera Borsigiana Variegata. Ich bin super stolz auf sie. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, was will sie mit ihrer... Oh Gott, Wolfgang, ich habe gerade die Luftwurzel gebrochen. Ach du Nervige. Scheiße. Ich habe gerade einfach ihre Luftwurzel durchgebrochen. Nein, war eh viel zu lang. Sind wir mal ehrlich. Was will die mit dieser langen Luftwurzel hier, ganz ehrlich? Aber das ist auf jeden Fall auch eine meiner absoluten Lieblingspflanzen. Schaut doch mal die Panaschierung von diesem Blatt an. Die hat wirklich so viel Weißanteil. Unglaublich schön. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Wir haben hier eine Wolfsmilch. Das ist ein Kaktus, der super, super geil hier wächst. Das ist ein Südfenster. Der ganzen Tag ballert hier die Sonne drauf und dieses Vieh wächst und wächst. Und dann haben wir natürlich hier auch noch eine große Banane, eine Musa Exotica. Das Ding ist inzwischen ein ganz schön großer Klopper geworden. Wir haben das mal zusammen umgetopft. Wir haben nämlich eine Wurzelballentrennung hier durchgeführt in einem Video. Das verlinke ich euch jetzt hier auf jeden Fall auch mal. Da seht ihr dieses gute Stück. Seitdem ist es nicht wirklich riesig groß gewachsen, aber... Sie ist süß, sie geht jetzt im Winterschlaf und nächsten Sommer wird sie wahrscheinlich ein 1,5 Meter großer Bananenbaum werden. Und ich freue mich schon drauf. So, wir kommen zum letzten Raum. Das hier ist das Badezimmer. Wir haben hier eine Alocasia cuprea. Sie kriegt hier gerade ein neues Blatt. Schau mal, wie schön das aussieht. Wie so ein Ledersessel oder sowas. Wir haben hier eine Sukkulente, keine Ahnung, wie sie genau heißt. Die braucht ja dringend Wasser. Ja. Dann gieße ich sie, ich weiß. Aber ganz ehrlich, Wolfgang, du musst auch mal dir eingestehen, dass es gar nicht so einfach ist, all diese Pflanzen zu gießen und dann auch noch einen Volltime-Job zu haben. Wir haben hier eine Calathea Rufibaba. We love a good samtige Rufibaba. Wir haben hier mal wieder eine Efeutute. Und dann haben wir als letztes eine Sansevieria, eine Snake Plant, eine Bogenhanf oder auch Schwiegermutterzunge. Sie braucht echt wenig Licht und sie wächst. Dafür auch nicht. Naja, hier auf der anderen Seite haben wir eine gigantische Glücksfeder. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich hier so macht, weil die Ecke ist sehr, sehr dunkel. Wir haben hier nur ein Nordfenster, das heißt keine direkte Sonnenstrahlung. Und hier haben wir noch so einen Frisbee Wave Farn, um den ich mich gefühlt nie kümmere und deswegen sieht er sehr, sehr traurig aus. Aber ist mir egal. Man kann sich nicht um alles um 100% kümmern, ganz ehrlich, Leute. So, meine kleinen Süßen, das war eine vollkommene Haustour. Beziehungsweise eigentlich gibt es auch noch das Büro und das Studio. Das kommt mal später. Wenn euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat, dann gebt ihm einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich will einen Pflanzenladen eröffnen. Ich will so einen Online-Shop machen. Habt ihr Bock drauf? Jetzt habe ich es einfach mal gedroppt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.